Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Frage steht ja eigentlich schon im Titel drin und im Bildchen drin. Was boostet man eigentlich bei einer Clankriegsliga? Boostet ihr dort ganz bestimmte Truppen? Stimmt ihr euch im Clan ab? Wer macht eigentlich was? Oder macht ihr das aus dem Bauch raus und so nach dem Motto, ich greife sowieso die nächsten Tage mit der und der Truppe an? Welche mache ich also? Also ich habe tatsächlich die Überlegung, mit welcher Truppe greife ich denn eigentlich an? Und zwar fällt da bei mir im Moment die Wahl, ihr seht das, auf die Super Bowler und auf die Minions. Mit denen greife ich allerdings nicht an, sondern die verspende ich nur. Ja, was heißt nur? Nur ist gut, sondern die verspende ich. Und im Discord kann man ja in etwa sehen, bei mir im Channel, auf dem Clan.com Channel, glaube ich, ist das, wer im Moment welche Supertruppe boostet. Da muss man mal ein bisschen die Texte verfolgen, dann sieht man das in etwa, wenn man das nicht irgendwo nachhält oder wenn man sich nicht mal im Discord trifft oder einfach mal im Chat fragt, hat jemand Supergoblins zum Beispiel. Ich hatte die jetzt mit Thorsten, weil ich damit tatsächlich auch mit angegriffen habe, aber mit Avatar habe ich mich entschieden, die Superbowler zu machen. Auf Rathaus 13 sind die nämlich richtig, richtig stark, muss ich mal so sagen. Und deswegen zweimal, man muss ja mindestens dreimal boosten bei 7 Tagen. Alle drei Tage hält das Zeug. Und man kann natürlich auch komplett ohne Supertruppe mal angreifen, gar keine Frage. Soll es ja auch noch geben, dass man ohne Supertruppe auch noch Armeen zustande bekommt. Bekommt man auch, zeige ich euch dann morgen mal mit Thorsten. Aber heute wollte ich halt so ein bisschen darauf eingehen, wollte das mal ein bisschen bei euch rauskitzeln. Bei mir war eigentlich immer ganz, ganz lange tatsächlich der Supermauerbrecher, der war eigentlich immer mit dabei. Den hatte ich eigentlich im Dauerboost, weil ich den einfach irgendwo immer gebraucht habe. Irgendwo hast du immer gecharged oder hast mal ein, zwei mitgenommen, um den King irgendwo reinbrechen zu lassen oder so. Der war einfach immer dabei. Nur jetzt, da habe ich ihn mal weggelassen, weil wir natürlich mit den Superbowlern ganz gut angreifen können. Ich kann euch das auch zeigen. Das ist jetzt kein Garant für 3 Sterne bei mir. Für 3 Sterne bei mir. Also ich habe auch in der laufenden Liga damit mal nur 2 Sterne geholt, nämlich am gestrigen Tag ein Dipfail sogar mit 98% hier von 13 auf Rathaus 12, aber im laufenden Clankrieg ist es mir mal wieder gelungen, Dip gelingt dir nicht, Time Fail, aber 13 auf 13, der gelingt. Und also mit den Bowlern, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Toto, der war noch nicht so stark. Ja, das stimmt. Der war noch nicht so stark. 1er Rathaus und wirklich altes Base Design. Und aber macht ja nichts. So ist im Moment die Liga hier. In Meister 3 einige 14er bei uns sind auch jetzt in diesem Clankrieg hier am Dippen von 14 auf 13, aber so ist das nun mal. Das hört dann auf, wenn man im Meister 2 ist, da findest du sowas nicht mehr. Aber hier geht im Moment sowas noch. Leider führen wir nicht oben. Ich sag mal so, streng genommen wären wir oben ganz, ganz nah mit am ersten mit dran. Aber uns sind ein paar Angriffe flöten gegangen, das heißt, sie wurden nicht gemacht. Da hat mir die Tage auch jemand einen netten Kommentar geschrieben, dass ich mich natürlich an meine eigene Nase fasse. Er hat absolut recht. Ich mokiere das im Clan Deutschland erst, dass die Leute da so mau angreifen und mach selber nicht. Hatte absolut recht. Das sollte man dann nicht machen. Also da war das Glashaus mal so richtig klassisch. Nebenbei lasse ich den Angriff hier aber laufen. Hat er absolut recht. Und im Moment liegt meine Miesmachlatte wirklich, wirklich tief. Ja, natürlich hätte ich da auch spenden können. Überhaupt keine Frage. Schlusssatz war, glaube ich, ich sollte mich vielleicht nur auf einen Clan konzentrieren. Ja, natürlich habe ich immer so ein bisschen Hauptaugenmerk auf den Clan-Herausforderer im Moment. Im Clan Free-to-Play muss ich sagen, auch wenn die Leute da mal über mich herziehen oder so, da läuft das eigentlich auch. Ich will mal sagen, da läuft das auch ohne mich. Also ob ich da jetzt Clan-Leader noch bin oder nicht. Nur gerade wenn es so um Liga geht und so, da fällt es mir dann unheimlich schwer, da auch mal ein bisschen was aufzunehmen, weil da auch immer die Masse ist. Immer 30 Angriffe und dann meistens Hit-Ups. Ich meine, wenn ich da eine coole Hit-Up an mir sehe für euch, dann halte ich das auch fest. Weil ich dort ja auch mit 3 Charakteren kämpfe, aber und auch dort so super Truppen ja habe und zweimal sogar 2 Elfer, 1 Zwölfer. Und dort auch meine Angriffe, ich glaube bis auf einen,
immer gemacht habe. Und aber so kann man es eigentlich machen hier mit den Superbowlern. Ist, glaube ich, eine ganz gute Truppe. Könnt ihr euch so wegpinnen, auch die Anzahl. Also Mass-Spam ist es jetzt nicht, weil dann wären jetzt die Heiler und der Queen der Warden Walk nicht davor, sondern es ist dann eher tatsächlich ein Warden Walk mit anschließendem, also Halbmassen zeigen oder so. Aber mit drei Wut kommt man eigentlich ganz gut hin. Drei Freeze auch, die müsst ihr dann sinnvoll einsetzen für Scattershot oder was auch immer, Adler. Und man kann sich dann auch noch entscheiden, was man eigentlich mitnimmt. Eine Karre, ein Lock Launcher oder vielleicht sogar ein Zeppelin, wenn man denn irgendwie so gänzlich am Rathaus vorbeirennt. Aber die Bowler hier sind schon eine ziemlich starke Truppe und sind auch ein cooler Garant für 3 Sterne, würde ich sagen. Gerade mit dem Warden Walk vorweg, da hat man so ein bisschen Luft. Und aber ich will euch das hier nochmal zeigen. Also nochmal danke dem Schreiber für die nette Kritik. Nehme ich mir absolut an. Hat er super, super recht. Und ich will das Ganze mal jetzt nicht mehr. Ich will mal so ein bisschen positiver denken. Think positiv. Und also ruhig ein bisschen positiver denken. So ein bisschen Mut machen auch in der Liga dort. Ja, ich meine, ich habe mich halt auch irre gefreut, dass wir da mal wieder 15 Leute sind im Clan Deutschland Ed, um überhaupt irgendwie zu spielen. Und deswegen ärgert es natürlich einem umso mehr, dass die Liga dort so richtig mal den Bach runtergeht, weil viel zu stark Kristall. 2 sogar schon für Rathaus 11. Und unten sind wir ja 2 Zehner. Geht gar nicht. Hier geht's ein bisschen besser. Und hier haben wir, ja, wie gesagt, uns fehlen einfach ein paar Sternchen. Wenn man das so zusammenzählt, haben wir so 4 bis 6 Angriffe, glaube ich, nicht gemacht jetzt in den 3 Kriegen. Und das sind dann immer schon mal 10, 12 Sterne. Also könnt ihr euch vorstellen, dass wir dort beim ersten relativ nah dran wären. Die haben jetzt auch erst, guck mal, die haben erst 5 Angriffe mit 13 Sterne. Also die sind schon ziemlich stark. Allerdings der Clan davor war auch nicht so super stark. Gegen die haben wir schon gespielt, meine ich, einen Tag vorher, ja, mit 34 auch dort abgeschlossen. Also laufen die uns leider ein bisschen weg, aber es steigt halt nur einer auf. Also das Motto Liga halten gelingt uns hier ganz, ganz locker mit unten noch 2 14er Leute in der nächsten Saison. Vielleicht wird das auch hier was mit dem Aufstieg, aber heute ging es ja erstmal um die Supertruppen. Also, welche boostet ihr? Ich habe jetzt mit, wie gesagt, mit dem Avatar hier die ganze Zeit die Bowler gehabt, weil mit denen greife ich tatsächlich an und die Minions zum Spenden. Aber es kann natürlich auch was anderes sein, wenn du jetzt irgendwo hier so ein bisschen am Üben bist, vielleicht ein Queen Charge Lalo oder so, dann nimmst du vielleicht auch mal sogar den Lava-Hund mit, den Eishund. Heißt er eigentlich so? Lava-Eishund? Der heißt Eishund, ja. Ne? Dann nimmst du den vielleicht sogar mal wieder mit. Und oder halt bei Superhexen. Magier sind ja auch immer gern genommen, gerade als Spendentruppe für eine Blimp. Ist also schwierig. Die ich ein bisschen weniger gesehen habe im Moment, sind die Rocket-Ballons. Um die habe ich mich auch noch gar nicht gekümmert, muss ich sagen. Die kümmern mich auch wirklich gar nicht. Die habe ich höchstens mal in so Clanbogen gesehen. Aber mit den Bowlern können wir natürlich auch noch angreifen. Hier mal so ein bisschen beim Farm. Ich bin gut zugange mit dem Rathaus 13, mit dem Avatar hier. Die letzten Gebäude laufen. Und da hat man dann als Rathaus 14 doch etwas mehr zu tun. Und gerade hier in der Liga habe ich jetzt gemerkt, mit dem Bonus und auch mit dem Bonus oben in den hohen Ligen, also Richtung Champion, ja, da kommt man schon relativ weit mit und kann auch wirklich die Bauarbeiter super, super laufen lassen. Nur hier muss ich jetzt erstmal ein nettes Opfer für euch finden. Mal sehen. Manchmal geht es ja relativ schnell und manchmal dauert es relativ lange. Aber acht Dunkles hier. Hier muss ich nichts mehr machen mit dem Dunklen, aber trotzdem booste ich hier natürlich alle 3 Tage 50.000 raus, nämlich für 2-mal Supertruppe. Also ein bisschen was muss ich hier auch immer nachfahren. Und dann gehen wir den ganzen mal an hier. Der steht nach unten. Die Kanone schießt erstmal nicht auf mich. Sehr schön. Aber auf dem Warden wird hier schon mal geschossen. Perfekt. Und da sind die ersten Luftminen. Manchmal weiß ich auch nicht, wo der Kollege hin will. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Mauerbrecher bei. Muss halt nur ein bisschen die Finger stillhalten, vielleicht auch mal den Warden kurz mal anboosten, beziehungsweise nicht anboosten, sondern den Warden einfach mal in Wut bringen. Und wir könnten, denke ich mal, hier so ein bisschen weitermachen mit unserem Funnel. Jetzt zum Beispiel, der Scattershot ist aber noch nicht ganz so stark, aber wir nehmen den trotzdem mal
in den Wut rein, dass der Scatter dort weggeht und können dann sicherlich gleich mit unseren Superbowlern los. Karre dahinter, den dicken, nochmal ein paar Loons hier reingezogen, wenn es denn gleich Richtung Base Mitte geht, also in jedem Fall mit dem Scattershot geht das schon sehr, sehr gut. Den Roll Champion setze ich jetzt mal noch nicht. Hier haben wir schon mal einen Single Inferno, den müssen wir eben mal frosteln. Den müssen wir eben mal frosten und rausspringen tun wir hier hinten, denke ich mal. Kann ich mir vorstellen. So, die Meute muss ich erstmal eben einmal einmal doch in Wut bringen, beziehungsweise einmal in die Unverwundbarkeit. Oh, der Roll Champion kriegt schon Luck, aber den habe ich jetzt auch wirklich dort hart tanken lassen. Aber die Bowler, Leute, tut mir leid, die sind wirklich so unglaublich stark. Dass, oh, schade. Okay, der Fries sitzt noch. Mein Gift kann ich natürlich gleich auf die Königin bringen, nämlich jetzt. Und, oh, die macht mir aber die Helden kaputt. Alles klar. Das ist aber nicht so schlimm. Ah, ne, der King. Mein King geht da ja auch noch. Okay. Und meine Queen wurde noch wieder hochgehalten. Aber guckt euch die Bowl an. Die sind wirklich, wirklich heftig. Echt eine heavy Truppe hier auf 13. Und er hatte jetzt zwar keine Clanburg, ja, nur, und es ist auch nicht unbedingt ein Garant dafür, aber es ist schon eine ziemlich starke Angriffsstrategie. Und ich lasse gleich nochmal recken und mache mit euch noch einen Angriff, denn das muss man, also finde ich, weiß nicht, wie ihr die Bowler auf Rathaus Level 13 findet, aber ich finde die wirklich ein bisschen overpowered im Moment. Und spende jetzt mal gerade so ein paar Truppen. Aber ich mache die jetzt nochmal nach und mache mit euch in jedem Fall noch einen zweiten Angriff. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe eben mal in die anderen Clans geguckt, wie lange überhaupt die Kriege laufen. Ich glaube, wir bekommen das nicht mehr ganz hin, dass wir hier noch aus diesem Clankrieg was großartig live sehen. Sondern ich hatte ja gesagt, wir sind heute am Midclash. Ich habe den Titel übrigens geändert. Ihr könnt auch schon in die Warteschleife auf Twitch begeben. Dass wir am fünften Spieltag hier live am Start sind und dann auch wieder Angriffe machen. Boah, erster Klick hier wieder fast 10 Grünes, dunkles und schon wieder. Ich habe zwei Lock Launcher, glaube ich, dabei. Ja, dann müssen wir den Lock Launcher mal nehmen. Aber schon wieder so eine ähnliche Base, wie ich sie auch im CK habe machen dürfen. Allerdings jetzt diesmal mit einem etwas besseren Rathaus, muss ich dazu geben. Aber hier unten wieder die Kanone am Start und gehen wir rein. Gar keine Frage. So, dann kann ich hier mal mit dem Babydrachen so ein bisschen was wegfanne. Und dann setzen wir hier mal zwei Loons. Gucken mal, dass da auch die Fallen ausgelöst wurden. Denn das ist in jedem Fall ja ein aktiver Account. Also der Gegner jetzt. So, wo sind die Skaddies? Da einer und da hinten außen einer. Okay, perfekt. Dann muss es jetzt nur da reingehen. Der Warden, also wenn man jetzt übrigens auch nur einen Magier spielt, dann wird der Warden nicht aufmerksam, sondern der braucht, glaube ich, 20 Platz, hat man mir mitgeteilt. Also ich muss mindestens so einen dicken Bowler rausspielen, damit der auch in etwa reagiert. Aber wir können jetzt hier hinten, glaube ich, schon mal einen Bowler durchbouncen lassen. Ich denke mal, der eine Loon reicht da vollkommen. Wir müssen ein bisschen mit der Zeit gucken, dass wir da ganz gut hinkommen. So, der ist aber weg. Okay, dann muss der Bowler eben mal die Kanone mit durchbouncen. Macht er auch. Perfekt. Und dann können wir hier mit den restlichen reingehen. Wir dürfen nur nicht unseren Warden verlieren. Da kommt er jetzt auch. Und, oh, der Lock Launcher darf nicht ganz alleine bleiben. Komm, Bowler, geht da mal mit rein. Perfekt. Sehr schön. Einmal ein bisschen euch hier in Wut genommen. Hier nehmen wir den ersten Freeze. Und wir nehmen auch jetzt schon unsere Warden-Aura, denn hier können wir durchspringen. Denn wo war ich stehen geblieben? Die bouncen ja komplett durch, die Bowler hier. Nochmal hier in Wut genommen und den King hier ein bisschen in Gift. Ah, ich habe meinen King wieder verloren, aber der King ist halt der Tank. Der King ist halt der Tank und auch die Base hier absolut machtlos gegen diese Truppe. Ich meine,
Fries auch noch neben. Fries eine Sekunde auch noch zu spät. Also wirklich heavy. Queen immer noch am Leben. Und ja, ich meine, wenn der keine Clanburg hatte und deine Mitte sich nichts tut, ihr seht das selber, wie viel Bowler hier immer noch wieder über sind. Jetzt sind sie natürlich weggeploppt. Aber es ist schon eine unheimlich starke Truppe. Ich meine, sie kosten natürlich auch jetzt mit der kleinen Reduzierung im Pass etwas weniger, glaube ich. Ich gucke mal gerade, was die Kosten zurzeit sind. 788 Dunkle ist, ich glaube, 1000 ohne Pass auf Max-Level. Und auf Max-Level habe ich die natürlich noch nicht. Aber doch ziemlich heavy, muss ich sagen. Und nehmen wir aber nochmal mit rein in die Queue hier. Und ich fahre da auch gnadenlos leider mit weiter, weil es macht wirklich Laune. Ich habe noch einen Bauarbeiter und die nächsten werden aber auch in einem Tag eine Stunde fertig. Und ihr seht, ich habe nicht mehr ganz so viel zu machen hier mit ihm hier. Und natürlich noch viele, viele Mauern. Aber da hinterfrage ich dann, wenn ich hier auf 14 gehe, müssen wir mal sehen. Und aber im Moment sieht es sehr, sehr gut aus, auch was das Dunkle angeht. Ich kann also einfach weiter hier boosten. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und heute Abend auf Twitch ein bisschen mit dem Toto Clash of Clans spielen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt Mitte der Woche, also Bierfest, Hälfte ist rum. Ne, Bergfest heißt das nicht, Bierfest, Bergfest. Hälfte ist rum und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Echt.